Willkommen zurück zu Deus Ex. Es speichert, es lädt. Und es öffnet die Tür. Hier ist ein Bot. Ich habe gerade schon mal aufgenommen. Der hat mich gerade getötet. Deswegen hau ich jetzt mal hier ab. Da ist noch ein Bot. Your orders are to locate and kill him. We're sending you a map of the airfield. Da sind Kameras. Ein Bild. Das möchte ich mir doch gerade mal anschauen. Gesundheit ist okay. Da fehlt ein Punkt. Das macht nichts. Da wieder auffüllen. Und so, wo kam ich gerade raus? Hier ist der Aufzug. Da kam ich gerade hier aus der Tür raus. Okay. Und wo muss ich hin? Keine Ahnung, ich fange mal da in der Ecke an und erforsche da so ein bisschen. Ist das da hinten? Nein, ne? Hier rechts geht's da vor. Da ist der Roboter. Der Leute, der fährt hier. Ich will gegenüber hin. Ja, genau, da hinten. Das ist die Ecke, in der ich anfangen wollte zu forschen. Das sollte ich mir vielleicht besser sparen. Stattdessen. Ach, Menü! Ach, Mist. Den Bot ausschalten, würde ich gerade sagen. Aber irgendwie klappt das gerade nicht so richtig mit den EMP-Granaten. Das ist der Terminal at LaGuardia, owned by Juan Ivanovich Lebedev. Bin mir auch nicht ganz sicher, wie ich die Bots abschießen kann. Vielleicht mit einer Lam. Aber mit einer Granate ist das nicht ganz trivial. Hat er mich gerade entdeckt? Nicht gerade entdeckt? Nein. Doch. Mist. Ist deaktiviert. Sehr schön. So, jetzt gerade nochmal hier aufladen und dann speichern. Hat er mich abgeschossen? Ein kleines bisschen. Das macht noch nichts. Das macht noch nichts. Do not enter. Das klingt doch vielversprechend. Türstärke 75%. Ob ich die wohl sprengen kann? Ja. Allerdings gibt es da drin ganz viel Strom. Den will ich mal lieber ausweichen. Bis hierhin kann ich nicht rum. Dann gehe ich so nah an den Rohren lang wie möglich. Ui, hier gibt es bestimmt eine tolle Sache. Hey! Ich stehe nicht da drin. Bisschen Munition und... eine Magazinvergrößerung. Schnell wieder raus. Wow. Das hat sich gelohnt. Und das meine ich ernst. Das hat sich gelohnt. Waffenmodifikator Magazin. Wo würde sich das lohnen? Doch eigentlich hauptsächlich bei meiner Hauptwaffe, bei der Pistole. Magazingröße 6 Schuss. Wie viel hat die? 10 Schuss. War mal die mehr? Na komm, hier. 6. 7 Schuss. Yay. Jetzt habe ich 7 Schuss in der Pistole. Speichern. Kann es sein, dass die Stromblitze die Bioenergie abziehen und nicht nur Schaden machen? Ach verdammt, die Kamera hat mich gerade gesehen. Jetzt nicht mehr. Komme ich da hin? Das will ich gerade mal ausprobieren. Nein, 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 nein! Du siehst mich nicht mehr. Die kann ich nicht ausschalten. Aber immerhin sieht sie mich jetzt nicht mehr. Ein Dietrich. Ach, da gehe ich rein. Das gönne ich mir. Hier gibt es bestimmt was Tolles. Vielleicht die Tür noch zumachen, um keinen Verdacht zu erwecken. Gegner? Nein. Aber Munition. Waffenmodifikator, Rückstoß und ein Fernglas. Den Rückstoßmodifikator würde ich erstmal gucken, ob der das macht, was ich denke. Er verringert den Rückstoß, genau. Das stört mich immer bei der Sniperwaffe so ein bisschen, dass die so ewig weit hochzieht, wenn ich einen Schuss abfeuere. Deswegen gebe ich den an die Sniperwaffe in der Hoffnung, dass das dann nicht mehr so arg passiert. Und ich unter Umständen auch mal 2 Schüsse oder 3 Schüsse nacheinander abgeben kann. So, jetzt würde ich gerne das Sicherheitssystem ausschalten. Ja, Kamera aus. Geschützt kann ich nicht umschalten. Kamera aus. Ja, das sind gerade die beiden Kameras, die ich hier habe, ne? Das hat sich ja nicht so gelohnt.
Ah, okay, doch. Für den Waffenmodifikator und die Munition hat sich das bestimmt gelohnt. So. Für zwei Waffenmodifikatoren wohlgemerkt. Naja, da war ich schon. Da gibt's ja nichts mehr. Also gut. Ach, da ist noch mal was, ne? Es wackelt so sehr. Die bewegen sich noch, die Kameras. Aber da will ich auch hin. Sind ich der Bot? Nein. Mal speichern und dann. Genau, hier hin. Und dann schnell hier rüber. Unter die Kamera, die mich nicht sieht. Weil ich glaube, die drehen nur runter, wenn sie mich schon entdeckt haben. Aber nicht. Aber sonst halt nicht, wenn sie mich nicht entdeckt haben. Das heißt, ich muss halt hierher, sodass mich nur eine Kamera entdeckt, dann hier rum zur anderen. Unter die. Und halt so lange warten, bis die mich entdeckt hat, eben nicht mehr auf Alarm steht. Da geht's wieder hoch. Ein Gap-Werfer. Was ist das denn? Das klingt wie ein Raketenwerfer oder so, ne? Ich frage jetzt nur, wie groß ist der? Brauche ich ein Fernglas? Ich brauche kein Fernglas. Ich hab meine Zielfernrohre. Mache ich das Ganze mal so. Na. So. Hier rüber. Vielleicht hat er ja 2x3. Boah, ist der noch größer. Okay, was brauche ich nicht? Ich brauche eigentlich den da. Brauche ich nicht. Und das Implantat-Upgrade-Modul könnte ich wiederum. Ja, das erhöhe ich nochmal. Und dann benutze ich es hoffentlich auch mal öfter in Zukunft. Was ist das? Ein Raketenwerfer. Der hat 20 Raketen und 4 Phosphor-Raketen. Oh, wow. Oh, wow. Ah, nein, ich möchte meine Brechschlange bitte wieder haben. Ich habe gerade versucht, ob ich auf mittlerer Maustaste die Munition wechseln kann. Aber das hat leider nicht funktioniert. Sondern mit der mittleren Maustaste werfe ich die Sachen weg, die ich in der Hand habe. Das ist nicht ganz der Sinn dahinter, wenn ich die Munition wechseln will. So, einmal aus. Das war einmal zu viel Escape. Komm ich hier raus? Nee, ne? Aber ich kann hier rausschauen, was der Bot macht zum Beispiel. Den nächsten Bot muss ich, glaube ich, mit einer Lamp sprengen. So leid es mir tut. Das wird einiges an Aufmerksamkeit auf sich. Moment. Muss ich gar nicht. So, die Lamp ganz nach hinten. Ich habe doch hier einen Raketenwerfer. Nee. Wo bist du, Bot? Ich nehme die Brechstange in die Hand. Wie im guten alten Counter-Strike. Mit dem Messer in der Hand läuft man schneller. Nicht übel. Soll ich speichern? Ich gehe erstmal ein bisschen in Deckung, so hinter die Laterne. Dann speichere ich. Aber das scheint keiner gehört zu haben. Es sind keine Gegner. Da ist noch ein Bot. Boah, der lockt ein. Wie gut ist das denn? Wie gut ist das denn? Ich mag den Raketenwerfer. Das ist ja geil. Soll ich den. Kann ich den irgendwie hochleveln? Es müssen schwere Waffen sein. 1350. Ja, kann ich. Mehr Präzision, mehr Schaden. Schneller nachladen und schneller bewegen. Jawohl, das will ich. Ja, das will ich. Achso. Das ist verschwunden. Das war nur ein kleiner Überrest. Hier gibt's nichts, oder? Nee. Da ist ein Gegner. Weniger. Hier ist so dunkel. Jetzt nicht nur im Video wahrscheinlich für euch, sondern auch hier für mich live im Spiel. Ist hier ziemlich dunkel. Schlüssel. Mhm. Ich kann das Kampfmesser nicht tragen. Ernsthaft? Kommen hier Gasgranaten weg. Dann schnappe ich mir das Messer, damit ich den da wegwerfen. Ups, habe ich da gerade einen Gegner angeleuchtet. Und der hat es nicht gemerkt. Hat nicht bemerkt. Ist.
Das war eine Kurzschlussreaktion, aber hat funktioniert. Okay, ein bisschen arg langsam bin ich trotzdem noch, trotz Hochlevel. Aber... noch ein Schlüssel. Mhm. Ich fürchte, ich kann jetzt von dem gesprengten Gegner, den ich hier so zerfetzt habe, nichts mehr aufsammeln. Ich hoffe, der hatte nichts Wichtiges dabei. Ich sollte mir merken, Raketen nicht gegen Menschen einzusetzen. Es funktioniert zwar, es ist sogar sehr effektiv, aber... Mist. Ja, wenn sie was Wichtiges dabei haben, ist es halt blöd. Ist das eine Leiter? Nein. Kann ich das Tür voll irgendwie aufschließen? Nein, nein. Rüberklettern? Na, Anlauf. Oh, ups, das könnte sogar gehen. Ich muss nur vorher bremsen. Na, hier bin ich. Und jetzt... So. Guck mal, da ist so ein Maschendraht. Da kann man doch klettern. In echt könnte ich das. 75 Punkte. Oh, nochmal 75 Punkte, bitte. Jetzt fehlen noch 27 und 46 und 9. Das sind immer noch über 75. Ja. 7 Punkte fehlen. Das kann ich verkraften. Einmal speichern. So, wofür sind jetzt die Schlüssel? Ah, sind die vielleicht für das für die beiden Türen, die ich vorhin aufgeknackt habe? Das könnte natürlich sein. Was gibt's denn hier oben? Moment, das hätte ich beinahe übersehen. Da bin ich fast dran vorbeigesprungen. Ein Multitool und ein Dietrich. Cool. Yay! Ich soll speichern. Hier fall ich bestimmt noch runter irgendwann. Hep und hep. Gibt's hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus, ne? Da muss ich wahrscheinlich hin, so wie das aussieht. Nur wie komme ich jetzt da runter, ohne Schaden zu nehmen? Ah, da hinten ist noch. Oh, da bin ich zu weit gesprungen. Wie gesagt, ich sollte speichern, dass ich das getan habe. Darüber. Dann da rein. Ach ja. Genau, hier. Es hat geklappt. Yay! Das war gerade nicht der zweite Versuch, sondern der, keine Ahnung, wievielte. Ich habe es mit der Tempoerhöhung einfach versucht, aber die ist doch um einiges stärker, als ich dachte. Deswegen muss ich da ein bisschen rumprobieren. Präzision geht wie immer auf die... auf den Raketenwerfer? 80%? Präzision 88? Nee, komm, ich will die Pistole echt zu so einer Überwaffe machen. Weil davon habe ich echt so viel Munition. Ich finde, das lohnt sich. Hier bin ich doch. Bin ich hier vorhin hoch? Ich glaube nicht. Egal. So, die Tempoerhöhung. Ach, da bin ich vorhin hoch. Tempoerhöhung ist halt echt cool. Oh, da sind Kameras. Da hinten war ein Gegner. Wo ist der? Sehe nicht. Egal, die Kamera hat mich gesehen. Ich muss mal eben rennen. Tempoerhöhung. Wieder der alte Trick, ne? Und jetzt frage ich mich, ob ich den... Ja, ich habe den passenden Schlüssel. Das war der eine Schlüssel von dem einen Gegner wohl. Okay, hier ist wieder Zeug. Dann hacke ich mich da mal eben rein. Dieses H ist also unterstrichen, aber... Egal, was ich versuche, ich kann das nicht mit einem Hotkey auslösen. Steuerung H funktioniert nicht, Shift H funktioniert nicht, vielleicht Alt H. Probiere ich nächstes Mal. Kamera aus, abmelden. Ich probiere mal Alt H. Was ist mit Alt H? Ja, Alt H, tatsächlich. Fernglas, Präzisions... Das habe ich doch schon. Wahrscheinlich habe ich jetzt die Munition einfach nur aufgenommen. Ich glaube, ich hatte gerade 8. Jetzt habe ich 9 Magazine, genau. Also wenn ich die Waffe aufnehme und schon habe, dann nehme ich einfach die Munition der Waffe auf. Ich könnte jetzt schleichen, aber... Nö, wozu denn? Wow, ein Flammenwerfer! Verdammt, hab ich da hinten Wasser gesehen?
Ja, hab ich. Great. That should make sure you and I won't miss any shots. I've notified the recovery team. One barrel left. We think this one may actually be on Lebedev's jet. Da ist Ambrosia. Oh, wow. Der hat mich gerade angezündet, die Sau. Da muss ich mich so echt. Boah, das war echt knapp, hey. Reicht da 1? 25 und 5 macht 30 und 12, 42. Nein, das reicht nicht. Wenn, dann will ich schon die 75 am Stück heilen, damit es sich das lohnt. Ich könnte so langsam mal auch eine Waffe wegwerfen, die Stealth Pistol zum Beispiel. Ich habe die Armbrust. Zumal die gleiche Munition verwendet wie die normale Pistole. Wird sich ja eigentlich anbieten, dass ich. Hört sich nicht gut an. Ostor ist verriegelt, vergesst den Schlüssel nicht. Den habe ich gerade aufgenommen. Genau, die Stealth-Pistole benutzt die gleiche Munition wie die normale Pistole. Das heißt, um maximale Munition zu haben, sollte ich die Stealth-Pistole wegwerfen, damit ich auch die Pfeile benutzen kann. Als Munition, wenn mir die Pistolenmunition ausgeht. Wenn mir die Pistolenmunition ausgeht, dann bringt mir die Stealth-Pistole halt auch nichts mehr. Ich muss hoch, ich muss hoch, ich muss ganz dringend hoch. Ich will nicht von Medifact brauchen. Hui. Liegt hier irgendwas im Wasser rum? Das sieht nicht so aus, ne? So. Okay, hier ist Ambrosia. Was gibt's dahinter? Den kann ich lustigerweise nicht verschieben. Achso, nur noch mehr Wasser. Gut, da könnte ich jetzt hoch, aber ich sehe nicht gerade nicht ein, was mir das bringen soll. Okay, ich habe den Schlüssel für das Osttor. Wo? Ah, da hätte ich mich auch reinschleichen können. Hm? Oder ich könnte mich da reinschleichen. Moment, 50%? Das kann ich doch aufschießen, oder? Mit der Pistole. Aber mit einer Lähm müsste das funktionieren. Und wenn ich geschickt bin, kriege ich sogar beide auf einmal hin. Ja. Wunderbar. Komme ich da jetzt hoch? Mit dem da? Blödsinn. Wofür habe ich denn das da? Yippie! Ah, noch mehr Pfeile für die Armbrust. Und Pistolenmunition. Na, dieses Implantat, wie heißt das? Wie heißt das eigentlich? Tempoerhöhung. Damit kann ich auch einiges höher springen und der Fallschaden wird, glaube ich, reduziert. Aber es braucht relativ viel Energie, habe ich das Gefühl. Habe ich da die Kiste aufgesprengt? Nee, da war einfach kein. Nicht abdrücken. Sabot-Granaten. Was sind denn Sabot-Granaten? Was sind bitte Sabot-Granaten? Kann ich die damit abschießen? Nein. Was sind Sabot? Da ist das. Sabot-Granaten. Okay. Das will ich mal ausprobieren. Einmal speichern. Keine Ahnung. Vielleicht eine Art stärkere Munition. Egal. Ich gehe auf normalen Schrot. Davon habe ich mehr. Ja, schon ausgeschaltet. Nein, habe ich nicht. Also den alten Dreck von unten rum. Mit Tempoerhöhung geht es ein bisschen einfacher. Vor allem schneller. Warum kann ich mich hier gerade nicht durchbewegen? Das ist irgendwie ein unsichtbarer Widerstand. Keine Ahnung. Aber egal. Pistolenmunition. Oh, ich hab niemals genug Pistolenmunition. Wer sagt, dass ich genug Pistolenmunition habe, der lügt. Ich habe auch nicht genug Schrot. Dann lade ich mal eben nach. Wobei das Magazin, glaube ich, eh nur 4 Schuss groß ist. Ja. Ist es. Also, wie war das? Altar. Genau. Hey. Immerhin eine Sache herausgefunden in dieser Folge. Na, nicht mehr als eine Sache. Der Raketenwerfer ist cool. Hacken geht mit Altar. Alt B. Alt A. Ja. Man kann sich auch abmelden mit Hotkey. Cool. So, ich glaube, so langsam. Das Magazin ist, glaube ich, 7 Schuss groß. Das heißt, wenn ich jetzt nachlade,
und das Magazin nehme, dann habe ich eben doch nicht einen Schuss mehr. Ah, Mist. Na gut. Bis zum nächsten Mal.